Morgen. Von Butter bis zur Feinstrumpfhose haben sie alles an Bord. 60 rollende Supermärkte sind täglich zwischen Eifel und Hunsrück unterwegs. Das Familienunternehmen Heiko aus Neuendorf ist der größte mobile Lebensmittellieferdienst Deutschlands. Wir versuchen, die Kunden so abzuholen, wie sie sind. Und dazu gehört Zeit, dazu gehört Respekt, auch Geduld. Dazu gehört auch manchmal Humor und Witz, Pünktlichkeit. Für viele, vor allem ältere Menschen in den Dörfern, sind die Heiko-Fahrzeuge ein Segen. Und oft die einzige Möglichkeit, überhaupt noch selber einkaufen zu können. Und 6 Eier. Hoffentlich kommen dann noch lange. Das heißt, wir sind alt, gell? Wir können nicht mehr. Es ist ja überhaupt kein Geschäft hier im Ort. Moin. Guten Morgen. Morgens 5:30. Auf dem Firmengelände von Heiko geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Die 60 Fahrer packen ihre Fahrzeuge und machen sich von der Zentrale in Neuendorf bei Prüm auf ihre immer gleichen Routen. Stefan Mertes ist einer von ihnen. Er macht den Job schon seit mehr als 20 Jahren. Eier, Gemüse, Fleisch, Trockenware, eben alles, was ein kleiner Supermarkt so bietet, muss mit an Bord. Die Zeit drängt. Schließlich müssen alle rechtzeitig vom Hof, um pünktlich bei ihren Kunden zu sein. Normalerweise wird jeden Tag für den nächsten Tag eine Bestellung gemacht. Die wird ja dann nachts hier im Lager kommissioniert. Und dann entscheide ich selber, wie viel ich von jedem Artikel ich mitnehmen möchte. Hermann Peters ist der Chef im Lager. Er muss genau im Blick behalten, was an Ware rausgeht. Ja, habe ich. Kannst du mitnehmen, ja. Artikelnummer ist die 12748. Hier kommt. Du wolltest auch noch Melonen haben, oder? Ja. Meine Aufgabe ist, das, was ich vorbestellt habe, ein bisschen gleichmäßig zu verteilen auf alle Fahrzeuge. Mit jedem Fahrer kurz zu sprechen, ob er was Neues braucht. Wie die Wassermelonen haben wir heute zum allerersten Mal da. Der Lothar sagte gerade, nee, heute brauche ich keine. Der kennt seine Tour wohl so gut. Die Elke haut direkt eine Kiste mit. Ja, das ist die ersten 2 Stunden morgens ist hier schon, wird es einem nicht kalt hier im Kühllager. Auch Reinhard Steinkamp, der Chef des Familienunternehmens, ist schon früh auf den Beinen. Der Kontakt zu seinen Mitarbeitern ist ihm wichtig. Ich fahre die Mose, ja. Was rechnen Sie, mit welcher Temperatur rechnen Sie da? Warum? Ich glaube, es wird richtig heiß. Ja. Gut. Jetzt aber los. Ich fahre 4 Tage die Woche runter an die Mosel und einen Tag so oberhalb von Trier, von der Stadt Trier. Gut eine Stunde ist Stefan Mertes unterwegs. Vom Firmensitz in Neuendorf bis zu seinem Verkaufsgebiet. Erste Station, eine Privatadresse in Ürziger Höhe. Ja. Moin. Guten Morgen. Da kriege ich schon mal das Spaghetti-Eis. Mhm. Die geräucherte Forelle. Brauchst du noch was am Brot? Ne, habe ich noch. Bei Erdbeeren, Trauben, Bananen. Nee, kannst du nicht vertragen. 11,66 Euro macht aus für dich bitte. Fast alle, die hier kaufen, sind Stammkunden, oft schon seit Jahrzehnten. 25.000 sollen es insgesamt sein. Nicht mal 100 Meter weiter, schon der nächste Halt. Hallo, guten Morgen. 2 Brot kriege ich. 2 Brot wie immer. Packt es. Sonst noch ein Wunsch? Jetzt noch ein bisschen mal Frischobst, Erdbeeren, Nektarine, ja, Aprikose. Hast du selber genug? Ich muss sie gerade mal gebrauchen, weil die im Garten haben. Ja, so richtig. 6,59. Mach's gut. Tschüss. Also Spaß macht ja eindeutig jeder Umgang mit den Leuten. Man sieht die Leute ja jede Woche und es gibt irgendwie immer was zu erzählen. Der Kontakt, der macht's halt aus. Das mag ich. In der Zentrale ist Oliver Hofrath mal wieder mit der Tourenplanung beschäftigt. Keine leichte Aufgabe.
Schließlich fahren die rollenden Tante-Emma-Läden um die 2000 Dörfer an. Hier haben wir den Firmensitz Neuendorf, wo wir uns jetzt heute auch befinden. Und von da aus beliefern wir in einem Radius von 100 Kilometer Luftlinie die Kunden im Bereich bis Köln. Dann geht es über Andern nach Koblenz runter, in den Westerwald, in den Hunsrück rein, Entschuldigung. Und dann geht es runter bis zum Saarland, an der Mosel entlang. Dann fahren wir flächendeckend in Luxemburg und den deutschsprachigen Raum in Belgien. Mehr als 60 Wagen pünktlich auf die Straße zu bringen, ist eine logistische Herausforderung. Jeden Tag. Neben Stammfahrern gibt es auch noch Springer. Trotzdem wird es immer mal eng, zum Beispiel bei Krankheitsfällen. Dann müssen auch mal andere ran. Dann kommt es auch dazu, ist vor ein paar Wochen noch passiert, dass man auch selber morgens sich dann ein Auto holt und es lädt und losfährt. Ich bin früher selber 10 Jahre Verkaufsfahrer gewesen, deswegen weiß ich, wovon ich da rede und kann das halt eben auch. Also das sind dann unsere absoluten Notlösungen. Aber halt eben, wir sagen, wir lassen es nicht zu, dass unsere Kunden nicht beliefert werden. Nebenan laufen die Telefone heiß. Hier werden nicht nur die Bestellungen der Kunden angenommen. Viele ältere Menschen wollen auch einfach nur mal reden. Firma Heiko Steffi Jung, hallo. Es sind oftmals immer eine und dieselben, die auch anrufen. Also da, das ist schon ein Ritual für die praktisch, dass die 1-2 Tage vorher anrufen, bevor der kommt. Und da hat man auch schon so eine Bindung zu. Also die freuen sich auch auf ein Gespräch mit uns und freuen sich dann, wenn der Fahrer kommt. Ne? Stefan Mertes steuert schon wieder eine neue Kundin an. Dann die Molsi, wo sind dann? Hier bin ich. Guten Morgen, junger Mann. Tag, junge Frau. Hast du auch Stubischer sowas dabei? Ja, so ein Sixpack kann ich da anbieten. Ja, so 6er, gell? Genau, so ein 6er-Pack, normales Bier. Ja, helles aber. Ja. Nektarinen? Frische Nektarinen, jawohl, hab ich dabei. Und 4 Mettwürstchen. Hast du alles? Ja, ist alles. Ich bring dir die Sachen gleich rüber. Ja. Langsam. Man kennt sich, oft jahrelang schon. Das gewachsene Verhältnis zwischen Fahrern und Kunden ist Teil der Geschäftsidee von Heiko und ein Schlüssel zum Erfolg. Warte aber nicht. Gut. Geh mal hin. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, danke, und dann gleichfalls. Genieße mal das schöne warme Wetter heute. Und schöne Dreck, gell? Wenn man nicht mehr gehen kann und nicht nirgendwo sonst hinkommt, deswegen sage ich immer, so Autos muss man sich in Ehren halten. Und wenn man auch nicht viel kauft, man braucht aber immer. Tschö. Wir haben einen sehr lieben Fahrer, also der kann man nicht anders sagen. Hilfsbereit ist er, wie ich vor längerer Zeit hier gefallen bin, dadurch darf ich nicht mehr hier runter. Da hat er mich aufgehoben, hat mich wirklich Mühe gemacht alles. Also ich muss sagen, über den Kerl, da kann man nichts sagen. Das sind sehr, sehr Sympathien. Die Touren zu den Kunden, die den Wagen bestellt haben, sind genau getaktet. Und Stefan Mertes ist eigentlich schon ein wenig hinter dem Zeitplan. Ich bin ja in meiner Zeit eigentlich flexibel. Ich kann selber Gas geben, so wie ich möchte. Und wenn ich mich dann mit dem Kunden ein bisschen länger unterhalte, dann unterhalte ich mich dann ein bisschen länger mit dem. Und ja, also von daher, meine Kunden, die warten dann schon auf mich. Deswegen dauert das zu lange. Ich denke, na, wo bleibt denn dann? Ja, genau. Pro Station sind nur ein paar Minuten eingeplant. 80 bis 100 Kunden müssen auf so einer Verkaufstour bedient werden. Nur dann rechnet sie sich. Am Firmensitz in Neuendorf geht es nach der frühmorgendlichen Hektik jetzt ruhiger zu. Immer wieder mal kommt frische Ware von Lieferanten, wie hier Kartoffeln aus der Nordeifel. Aber am späten Vormittag ist auch mal Zeit zum Durchatmen. Die halbe Stunde Pause um 10, ein festes Ritual. Wir haben um 3 Uhr angefangen, um 3:15 und jetzt sind es 10. So nach 7 Stunden kann man die Frühstückspause ein bisschen ausdehnen. Das ist ein bisschen Branchen für uns. Wir nutzen es auch für neue Produkte zu probieren, kaufen alle Sachen, die wir hier essen, werden hier in der Firma auch gekauft, damit wir auch immer wissen, wie schmecken die Sachen, dass wir mitsprechen können und ja, haben immer viel Spaß in der Runde. Reinhard Steinkamp ist verantwortlich für das große Ganze in der Firma, die rund 20 Millionen Umsatz im Jahr macht. Der 62-Jährige hat in das Familienunternehmen eingeheiratet und leitet Heiko nun schon seit 2 Jahrzehnten. Immer darauf bedacht, dass der Lebensmitteldienst auch schwarze Zahlen schreibt.
Die Geschäftsidee ist ja nicht neu, ist ja schon 66 Jahre alt, indem wir hier angefangen haben, mobil Lebensmittel zu verkaufen. Sie ist aber auch moderner denn je, weil die Probleme sich verlagern, aber immer noch dieselben sind und sogar wachsen. Nämlich, wie erreichbar ist hier auf dem Land, wie aber auch in der Stadt in einigen Gebieten, für mich per Fuß zu Fuß ein Lebensmittelgeschäft. Und diese Probleme wachsen. Hier haben wir noch einen sehr schönen Blick ins Moseltal. Stefan Mertes ist mittlerweile in Uerzig gelandet. So eine Verkaufstour ist immer ein schmaler Grat zwischen Zeitdruck und Kundennähe. Schließlich muss der Umsatz stimmen, denn nach dem richtet sich auch das Einkommen. Doch das Geschäft funktioniert nur, wenn er sich auch Zeit nimmt für die älteren Herrschaften. Die meisten Kunden wissen ganz genau, was sie wollen. Aber zu deinem, ja? Gibt's am besten mal eine Kurve rum. Und die Fahrer versuchen natürlich immer noch ein bisschen mehr zu verkaufen. Vielleicht noch eine schöne Forelle hier aus Himmelbrot? Aus den anderen? Nein, ich hab. Geräusch und Forelle, ja, ja. Gut. Hoffentlich kommen dann noch lange. Aber das heißt, wir sind alt, gell? Wir können nicht mehr. Ist ja überhaupt kein Geschäft hier im Ort. Bei einer anderen Adresse warten immer gleich mehrere Damen auf ihren Heiko-Fahrer. Verlässliche Kundinnen, schon seit Jahren. Was hier verkauft wird, ist kaum teurer als in einem normalen Supermarkt. Doch viel wichtiger scheint der persönliche Kontakt. Wir sind immer gut gelaunt. So ist es. Man sieht sich und schwätzt doch ein bisschen. Ne? Genau. Ja. Hast du Eier? Nee, danke. Ich fange ja auch immer den Zettel für die nächste Woche. Und dann kann man das in Ruhe aussuchen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wenn ich jetzt die Leute sehe, ich sag mal, die sind jetzt 80 und ich fahre die jetzt schon 10 Jahre, wie waren die mit 70? Ich kann schon gar nicht mehr vorstellen. Und von daher, das hier ist, ich sag mal, wirklich ein Job, womit man alt werden kann. Eine Menge Kunden warten noch. Ein paar Stunden wird Stefan Mertes an diesem Tag noch unterwegs sein. Chef Reinhard Steinkamp ist auf dem Weg zu einem Termin. Den Kontakt zu seinen Lieferanten hält er gerne persönlich. Heute will er in die Südeifel, zu einem Tomatenproduzenten. Moin, Herr Steinkamp. Hallo, Herr Lieser. Hallo, grüß Sie. Geht's? Danke, gut. Wenn möglich, bezieht die Firma Heiko ihre Frischware aus der Region. 50 Tonnen Tomaten produziert Landwirt Markus Lieser im Jahr. Und Reinhard Steinkamp ist einer der Hauptabnehmer. Ich meine aber, bei Ihnen ist es besser, wenn Sie Vollreife kriegen. Sie verkaufen die ja direkt ab. Die gehen innerhalb des nächsten Tages aufs Auto und dann auch zum Kunden. Jeder Lieferant wird regelmäßig besucht. Darauf legt Reinhard Steinkamp Wert. Nicht nur wegen des Kontakts, auch um neue Ideen zu bekommen. Diese Roma-Tomaten zum Beispiel hat Heiko noch gar nicht im Sortiment, könnte sich aber bald ändern. Oder noch ein bisschen Pfeffer. Gibt auch Leute, die machen Maggi. Das könnte man sagen, ist gekauft. Die sind so gut, die können wir selber essen. Ah, das ist viel zu schade zum Verkaufen. Also wie ein Pfirsich. Die sind echt gut, die sind wirklich gut. Es ist einfach ein tolles Produkt. Wenn es dann noch aus der Region ist, ist es auch noch ein gutes Gefühl dabei. Und dadurch, dass es hier in der Südeifel nicht weit bis Neuendorf ist, ist es auch immer frisch. Und wenn die drei Sachen zusammenkommen, dann ist auch ein Produkt gut. Dann kann man es auch probieren. Natürlich will Reinhard Steinkamp auch die Gewächshäuser sehen. Wenn man es schon isst, dann sollte man auch wissen, wie es gemacht wird. Der Betrieb von Markus Lieser setzt auf Qualität statt Masse. Die Tomaten wachsen nicht auf Substrat, sondern in natürlicher Erde. Eigene Hummelvölker befruchten die Blüten und Pflanzenschutzmittel sind tabu. Man kennt sich, man weiß, wie es gemacht wird. Und auch beim Verkäufer, selbst bei unseren Verkaufsfahrerinnen und Fahrern ist es so, wenn Informationen darüber vorliegen, was hier passiert, wie das Produkt zustande kommt, ist ein ganz anderer Bezug da. Entscheidend für den Gewinn ist aber immer auch ein guter Einkaufspreis. Und mit den regionalen Erzeugern ist der Verhandlungssache. Und das ist eigentlich ein positives
ich würde mal sagen, Streitverhältnis, ein positives Kampfverhältnis. Wie soll man das ausdrücken? Ich weiß es nicht genau. Es wird schon drüber. Er versucht günstig zu kriegen, ja. Ganz klar. Ich versuche teuer zu verkaufen. Und da müssen wir uns irgendwo finden. Und das hat bisher immer geklappt. So, dann bedanke ich mich erstmal für die Erklärung. Und wir sprechen nochmal wegen der Roma-Tomaten. Ja. In der nächsten Woche oder mit dem Herrn Maas. Und dann hoffe ich, dass wir es gut hinkriegen. Denke ich doch. Machen wir. Danke. Tschüss. Gute Fahrt. Ciao. Tschüss. Halb fünf am nächsten Morgen. Während die meisten Menschen noch schlafen, herrscht bei Heiko schon Hochbetrieb. Felix Steinkamp, ältestes von 5 Kindern der Unternehmerfamilie, belädt einen Pausenflitzer. Die rollenden Imbisse sind das zweite Standbein der Firma, fahren gezielt Betriebe und Schulen an. Der 29-jährige Felix hat BWL studiert, wächst jetzt Stück für Stück in den Betrieb hinein. Als Fahrer ist er schon Routinier und hat auch mit dem frühen Aufstehen kein Problem. Man gewöhnt sich an alles. Also man stellt damit automatisch seinen Lebensrhythmus ein wenig um. Und Fakt ist einfach, abends vorher definitiv früh den Absprung ins Bett zu schaffen. Dann fällt einem auch morgens, obwohl es mitten in der Nacht ist, fällt einem das halb so schwer. Die ganze Nacht wurde hier schon unter Hochdruck gearbeitet, damit die Wagen pünktlich loskommen. Tausende belegte Brötchen müssen mit an Bord. Wenn um 1:30 die Brötchen kommen, die kommen um 1:30, fangen wir an. Und dann wird belegt, bis meistens um fünf sind alle Autos raus. Vom Mettbrötchen über die Bildzeitung bis zum Schokoriegel ist dann alles dabei. Pünktlich rollt Felix Steinkamp vom Hof. Und das ist auch wichtig, denn die Pausenflitzer müssen sich genau nach den Arbeits- und Stundenplänen der Betriebe und Schulen richten. Und das heißt Zeitdruck. Gehört auch dazu. Deswegen sind wir ja auch der Pausenflitzer, ne? Und nicht der Pausenkriecher. Erster Stopp, ein Industriegebiet. Anlaufstelle für Kunden vor oder nach ihrer Arbeitsschicht. Hi, Moin. Morgen. Moin. Ich hätte gern 3 überbackene Käsebrötchen. Jawohl, genau. Und 2 Schuhe. Ja. Oft weiß Felix Steinkamp schon genau, was gewünscht ist. Er kennt sie eben, seine Kunden. Und alles gut? Ja. Sehr schön. Etwas Leichtes zum Frühstück um 6, aber doch nicht in der Eifel. Schinken, Käse, Salami, Eierbrötchen, Braten. Eierbrötchen. Ja, und so ein Schinkenbrötchen. Fleischwurstbrötchen? Ja, genau. Mit Senf? Nein, ohne. Fleischwürste, die deftigen Sachen, nachher auch Pizzafleischkäse, normaler Fleischkäse. Das ist so das typische deftige Eifler Essen und ist auch gut so, schmeckt ja auch. Und weiter geht's. Zu einer Reihe von Betrieben, die keine eigene Kantine haben. Und deren Mitarbeiter es sich trotzdem schmecken lassen wollen. Ich fahre wirklich total gerne, weil mir der Verkauf total viel Spaß macht. Und sind ungefähr 300, 350 Kunden, die man auf so einer Pausenflitzer-Tour am Tag beliefert und bedient. Man lernt die Leute kennen, man baut ein persönliches Verhältnis, eine Beziehung zu den Leuten auf und das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht. Am Firmensitz in Neuendorf stellt Felix' Mutter Monika Steinkamp gerade das wöchentliche Angebotsblatt zusammen. Auf das warten vor allem die Stammkunden immer sehnsüchtig. Monika Steinkamp ist die Tochter des Firmengründers Emil Kotzieper. 1950, nach dem Krieg, hatte der sich mit einem mobilen Eierdienst selbstständig gemacht. Heiko, das steht für Hühnerhof, die Adresse Eichenwiese und Kottsieper. Die Eier wurden über Land zu den Kunden gebracht. Zunächst noch mit dem Handkarren, dann mit dem Auto und später mit dem ersten Lieferwagen. Und zu den Eiern kamen über die Jahre immer mehr Produkte hinzu. Monika Steinkamp hat das alles hautnah miterlebt. Ich bin ja mit dieser Firma aufgewachsen. Mein Vater war mein Chef, jetzt ist mein Ehemann mein Chef, wenn ich das mal so ganz krass ausdrücken soll. Stimmt zwar, aber so würde Reinhard Steinkamp das natürlich nie formulieren. So, wie sieht's aus? Hast du das Blättchen durch? Ja, ist soweit durch. Genau. Und hat uns das mit. Eins aber ist klar, die Firma ist allgegenwärtig in der Familie. Das fängt damit an, dass man morgens beim Frühstück schon über bestimmte Dinge spricht. Was steht heute an? Was muss noch erledigt werden? Oder abends oft das letzte Wort auch die Firma ist. Aber das war bei mir schon immer so.
Das kenne ich nicht anders, auch von meinen Eltern nicht. Meine Eltern lebten auch so. Da war die Firma war einfach, ja, die war das Familienmitglied. Also ein Wort dazu, was es beschreibt, ist spannend. Also es ist schon täglich anders überraschend. Man muss es nur versuchen, unter einen Hut zu kriegen. Das ist manchmal nicht einfach, aber da haben wir schon eine gute Routine entwickelt, wie man Arbeit und Privates auch gut trennt. Sonst geht es auf Dauer nicht. Man muss das ein bisschen trennen. Okay. Bis jetzt, ne? Bis nachher. Jo, tschüss. Ciao. Felix, der älteste Sohn, ist immer noch unterwegs mit dem Pausenflitzer. Die Zeit drängt. Gleich kommt der wichtigste Haltepunkt am Tag. Punkt 11 Uhr, große Pause in der Realschule in Prüm. Hi, morgen. Moin. Und alles gut? Ja. Sehr gut. Zwei Cordon Bleu. Eine Pizza Salami dabei. 5 Käse. 2 Schnitzel, 8,60 Euro. Groß Zeit für Smalltalk hat Felix hier nicht. Jetzt geht es darum, in ein paar Minuten möglichst viel zu verkaufen. Denn diese Station macht einen Großteil von seinem Tagesumsatz aus. Danke. So, ihr müsst zurück in den Unterricht, ne? Hat geklingelt zum zweiten Mal. Morgen wieder, ja? Macht's gut, tschüss. Ich mach zu. Nach einer Viertelstunde ist der ganze Spuk vorbei. Jetzt ist erstmal Aufräumen angesagt. Die Theke ist fast leer gekauft. Man ist voll fokussiert und man steht auch schon ein bisschen unter Adrenalin und macht dann halt einen nach dem anderen. Man befindet sich dann in einer Art Tunnel. Und dann klappt das auch. Es sind ungefähr ca. 100 Schülerinnen und Schüler in 15 Minuten. Das geht schon. Ja, gedanklich, kopfrechnen, muss man fit sein, das geht schon gut zur Sache. Zum Glück sind es jetzt 10 Minuten Autofahrt bis zum nächsten Stopp. Für Felix ein kurzer Moment zum Durchschnaufen. In Neuendorf laufen derweil schon die Vorbereitungen für den nächsten Tag. Im Warenlager sucht Kommissionierer Jochen Meyer schon mal alles zusammen, was die Fahrer an Trockenware für ihre Touren brauchen. Bei rund 60 Fahrzeugen heißt das, 60 Mal kreuz und quer durch die Halle schieben und möglichst schnell alles finden. Bei der Menge an Produkten gar nicht so einfach. Das hatte ich irgendwie nach einer Woche oder so, wenn man das dann tagtäglich macht. Nach einer Woche, da hatte ich das so gut wie alles raus, wo was steht, weil das hat immer alles seinen festen Platz hier, bis auf die neuen Angebote und ich konnte mir das relativ gut merken. 132 Mitarbeiter beschäftigt die Firma Heiko. Sogar eine eigene Kfz-Werkstatt hat das Familienunternehmen, um seinen Fuhrpark am Laufen zu halten. Ständig muss irgendetwas repariert oder erneuert werden. Carsten Thomasen und Stefan Bellen bauen gerade eine neue Klimaanlage ein. Jo, passt doch. Fast alles wird selbst gemacht, auch wenn es mal um ungewöhnliche Aufgaben geht. Da steht, ne? Da braucht man normal, würde ich sagen, weil gar keinen Raum mehr reinzumachen. Ja. Funktioniert wirklich Hand in Hand bei uns. Jeder macht alles, ob das jetzt hier eine Elektrosache ist oder so eine Klimaanlage drauf zu bauen. Das machen wir eigentlich alle. Im Prinzip verlässt der Chef sich drauf, dass das hier oben funktioniert. Und zum Glück funktioniert es auch meistens. Es gibt schon mal Sachen, die gehen schief, aber das ist wahrscheinlich überall so. Aber da haben wir schon sehr freie Hand. Der Chef hat ja auch immer eine Menge zu tun. Gerade kommen die Tomaten aus der Südeifel an. Nach seinem Besuch auf dem Tomatenhof will Reinhard Steinkamp jetzt natürlich auch wissen, was geliefert wird. Sind gut. Sehr gut. So haben wir uns das vorgestellt. Also man sagt ja manchmal, die Qualität steht und fällt mit der Stichprobe. Wenn der Eingang gut ist, dann hängt es nur an der guten Lagerung, dass es am Morgen, wenn es in den Verkauf geht, auch gut verkauft werden kann.
Und ein guter Preis wurde auch ausgehandelt. Das ist wichtig. Schließlich, so heißt es bei Heiko immer, wird das Geld auch schon beim Einkauf verdient. Felix Steinkamp hat seine Tour mit dem Pausenflitzer für heute geschafft. Seit 3:30 in der Nacht ist er schon auf den Beinen. Jetzt muss er noch die Akkus laden. Für die Kühlsysteme im Auto. Und ein paar andere Dinge sind auch noch zu tun. Ich habe jetzt gerade eine Brotbestellung für den nächsten Morgen abgegeben. Die wird hier über den Computer gemacht und die muss bis 14 Uhr fertig sein. Und von daher drängt jetzt ein bisschen die Zeit. Schnell noch Brotbestellung machen, Auto sauber machen und dann ab in wohlverdienten Feierabend. Morgen um 3:30 geht es für Felix ja schon wieder los. Die meisten Verkaufsfahrer sind am Nachmittag noch unterwegs. Auch Walter Krump. Seit 34 Jahren ist er schon bei der Firma. An diesem Tag ist er rund um Neuendorf unterwegs, mit einem der sogenannten SB-Fahrzeuge. Schönen guten Morgen. Ein kleiner Supermarkt auf Rädern, bestückt mit allem, was man im Alltag so braucht. Hier können die Kunden in den Regalen stöbern, ebenso wie in einem ganz normalen Laden. Natürlich ist Walter Krump bei Bedarf immer zur Stelle. Ja. Ein Segen in den kleinen Dörfern. Danke. Tschö. Wo der nächste Supermarkt meist kilometerweit weg ist. Ja. Hörnchen-Eis, Waffeleis, Stieleis. Erdbeerhörnchen haben wir auch, ja. Jawohl, das ist halb und halb. Wenn man nicht fahren kann, dann ist das wichtig. Dann ist das manchmal ganz gut. Ich kann selber nicht fahren. Und wenn ein anderer nicht kann, dann sind wir froh, denn der geht. Ich kann mich noch nicht über eine richtig beklagen. Eine Kundenbindung ist da. Ich mache das ja schon über 30 Jahre. Und da sind doch viele, die sind dankbar. Wenn man, sag ich mal, könnte ja auch sagen, es ist mir egal, wenn ich da ist, ist nicht da und fertig. Ne? Das ist mir aber nicht egal, ganz einfach. Ne? Und ich denke mal, die Leute danken es einem auch. Auch Walter Krump hält mit seinem SB-Wagen ganz gezielt vor einzelnen Häusern, wo seine Kunden, meist ältere Damen, fast immer schon warten. So, da gucken wir mal, was wir brauchen. Ja, ein neues Brot. Ja, Hammer. Zweimal haben wir Sammel. Ja, jetzt wollte ich ein bisschen für zur Grille. Okay, die habe ich. Ja. Gebäck noch ein bisschen? Nee. Das mache ich noch. Wie machen wir? Man kennt es schon, ja, und ich weiß, dass er immer alles hat. Mein Mann ist früher gestorben. Ja, und dann ist man, kann man nicht mehr fahren, nicht gut. Dann bin ich froh, wenn der immer kommt. Das muss man einfach mit Leib und Seele machen. Also Stunden, das ist für mich ein 8-Stunden-Tag, kenne ich nicht. Und es sind eben halt auch viele, viele Leute, die sind total zurückgezogen. Und da kommt nicht viel Besuch und so. Ne? Und dann nehme ich mir auch die Zeit und klöne mit den Leuten mal ein paar Minuten. Die Zeit nehme ich mir. Ich mache keine Pausen, ich fahre durch. Und diese Mittagspause investiere ich bei meiner Kundschaft. Ohne so engagierte Verkaufsfahrer wie Walter Krump würde das Geschäftsmodell von Heiko wohl kaum funktionieren. Das weiß auch der Chef. Deshalb blickt Reinhard Steinkamp auch durchaus mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Die Daten hier für Rheinland-Pfalz sagen ja eine dramatische, ist in ganz Deutschland so, aber eine dramatische, ein dramatisches Wachsen der Seniorenkundschaft voraus. Und insofern, glaube ich, sind wir da zumindest für die nächsten 20 und 25 Jahre in einem stark steigenden Markt. Problematisch wird natürlich die Thematik, wie können wir das mit adäquatem Personal bedienen, was auf die nähere Zukunft sicherlich das größte Problem sein wird. Für die Menschen auf dem Land zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück kann man nur hoffen, dass die rollende Supermarktkette diese Herausforderung meistert.